über den Krakenthron von Wyatt. Und dort saß er, der schreckliche Zauberkönig Mordor. Seine widerwärtige, aufgedunsene Gestalt war in weite, grünlich-blaue Gewänder gehüllt. Und durch die blasse Haut schimmerten bläulich die Adern. Bei Fex, von Pavis eisigen Buchten bis hinab zu Al-Anfas dampfenden Dschungeln, habe ich wahrlich viele Kreaturen gesehen, doch kein Wesen wie den Zauberkönig. Sein Anblick flößte mir eine ganz eigentümliche Furcht ein, und niemals werde ich seine nachtblauen, lidlosen Augen vergessen. Dann hob er seine leichenblassen Arme, und die trüben Edelsteine in seinen Armreifen glühten unheilvoll auf. »Erzähle mir von Aventurien«, vernahm ich eine gurgelnde Stimme, »in meinem Kopf«, und tat, wie mir geheißen. Und wie der aufmerksame Leser weiß, war dies nicht wenig. So begann meine Zeit als Knecht von Wyatt. Kertos verführte den Malmagord Elak und ihr folgten die Homeria. Sie verführte den Krakengott Yonao und ihr folgten die Krakonier. Sie verführte die Seeschlangengöttin Shamashtu und ihr folgten die Achas. Abermals wird sie einen Tiergott verführen, um ein Volk zu gewinnen. Dieses Mal unter den Menschen. Was ist das Ringens Waffniers mit Rangar? Anderes als eine Beschreibung des Widerstands des Wahlgottes gegen die Verführung der Erzdämonen. Erliegt er ihr, so werden die Torvaler ihr folgen, wie die anderen Völkerscharen vor ihnen. Nach eurem mehr oder minder vergnüglichen Abend im Spiegelpalast schreiben wir heute den 24. Praios. Zulamin wurde als Visierin ausgerufen, eine Ehre von fragwürdiger Gestalt, doch mit der Baronin des Mittelreichs vergleichbar. Diamantes stand seinem Freund Rafim in größter Not bei und warf sich in den Schuss. Zwar konnte Yalan die Hochzeit herauszögern, doch die Sultana von Palmyrabad hat die Gunst der Stunde genutzt. Viel ist passiert in kleiner Zeit. So habt ihr Eleonora Shahi die Stadt Yanka versprochen, und nur wahre Helden können das Monster der Niederhöllen aufhalten. Etwas verkatert und mit einem dicken Bauch voller Köstlichkeiten könnt ihr die Schlemmereien noch bei jedem Schritt spüren. So steht ihr am frühen Morgen am Kai des Zorganer Hafens und blickt auf die mondsilberne Drachentöter. Segel wurden repariert, Planken ausgebessert und ein müder Fürchtepraios kommt aus den Kajüten. Er blickt sich verschlafen um und realisiert wohl erst jetzt, dass er am Hafen ist. Wir sind in Zorgan. Ich hab ein bisschen geschlafen. Ja, das ist sehr vernünftig in eurem Alter. Da muss man mal ein Nickerchen halten. Guten Morgen, euer Gnaden. Ja, den Sonnenaufgang leider verpasst. Guten Morgen. Dann kann ich gleich auf dem Schiff bleiben. Waren wir wieder los? Ich erinnere mich noch, dass ich zu Lamin eine Geschichte erzählt habe und dann bin ich eingeschlafen. Wenn ihr so geneigt seid, sei ich dies sicherlich freigestellt. Nun, ich denke, es wäre eine gute Idee, wenn ihr hier an Land bleiben würdet und auf unser Schäfchen aufpassen würdet. Sie brauchen Führung. Ja, wenn ihr mögt. Auf wen soll ich denn aufpassen? Nun, auf alle, die Führung bedürfen. Ja, ich kann hier bleiben. Ihr könntet mal, ihr habt ja ein äußerst ruhiges Gemüt. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon kennengelernt habt, aber die gar reizende Frau meines Kameraden Yalan da vorne, die unterhaltet euch doch mal mit ihr. Vielleicht habt ihr einen positiven Einfluss.
Wahrhaftig, ich denke, ihr kennt sie noch nicht. Und die Kinder werden euch sicherlich auch gut zum Gemüt kommen. Und nun, dann werde ich einmal mit eurer Frau sprechen. Und wenn ihr mich sucht, ich bin im Prios-Tempel. Aber sicher doch. Prios mit euch. Guten Morgen. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob er sich gut mit deiner Frau versteht. Niemand versteht sich gut mit deiner Frau. Aber jeder versteht sich gut mit Fürchte Prios. Soll ich Außer denen, die Grund haben, Prios zu fürchten, natürlich. Soll ich ihm wen hinterher schicken, damit er sich nicht verläuft? Weil er ist ziemlich alt. Er hat die Angewohnheit, immer da aufzutauchen, wo er hin möchte. Früher oder später. Ich möchte den Mann nicht stressen, wie ihr meint. Ich betrachte ihn eine Weile, während er... Geht er erst zu meiner Frau oder erst in Richtung Prios-Tempel? Vom Hafen aus geht er jetzt in Richtung Prios-Tempel. Also dann verlierst du ihn auch durch die Gassen. Ja, dann genau. Du dann nicht mehr genau erkennen. Also er verschwindet auf alle Fälle. Ich vertraue auf Prios, dass der Mann schon da ankommen wird, wo er hin will. Ja, ihr könnt erkennen, wie wohl die Stadtwächterinnen auf euch zukommen, vor allem die Hafengardisten, mit mahnendem Blick und Abelmian schon Böses, denn sie schreiten auf dich zu. Guten Morgen, Fex mit euch. Wir haben leider in der letzten Nacht einige Berichte bekommen, dass eure Matrosen einige Schlägereien angestellt haben. Und wir haben hier eine Liste von verschiedenen Tavernen. Insgesamt beläuft sich die Summe auf 8 Dukaten. Du weißt, was zu tun ist. Bezahl die Frau. Lass sie frei. Ich kram aus meiner Geldbörse 8 Goldstücke. Nun, dann werden wir sie, was heißt freilassen? Wir haben euch einfach nur als respektablen Mann in Erinnerung und ein jeder, der seine Schulden bezahlt. Natürlich. Wir haben sie ermahnt und sollte es noch einmal vorkommen, dann wird die Strafe sicherlich etwas höher ausfallen. Ich hoffe, das wird nicht wieder vorkommen. Wo ist denn wieder der Zahlmeister? Ich hätte nicht gedacht, dass sich wahre Helden mit Piraten einlassen, aber das ist eure Aufgabe. Nun, ihr wisst, die Anforderungen der See. Ja, davon verstehe ich nichts. Wer ist denn jetzt ein Pirat? Niemand. Eure ganzen Haderlumpen. Es sind keine Piraten, es sind Matrosen. Also der Knüppler ist doch kein Pirat. Ich würde ihn auch nicht als Matrose bezeichnen, aber... Nun gut, wir werden den Lohn von ihrer Heuer abziehen. Und ich habe es ihnen angekündigt. Erschweren können sie sich kaum. Währenddessen könnt ihr sehen, wie wohl der Smoothie auf euch zukommt, den ihr dann im Unterdeck irgendwo schon quartiert hattet, Selchion Spinoda, der dann mit dreckigen Rauschgurken hinten auf euch zukommt, die so ein bisschen an seiner Schürze abreibt. Verzeihung, da sind jetzt Kisten gekommen. Da weiß ich nicht genau, wohin damit und wer die bestellt hat. Ich habe die zumindest nicht bestellt. Diamantis, habt ihr damit was zu tun? Also erster Offizier Monterey, keine Ahnung. Schützmeister. Ersten? Ja, stand drauf. Ist das die Munition? Nee, nichts mit Munition. Das wird in die Kombüse geliefert. Also hier irgendwie Festum Kaviar. Was soll das denn? Kaviar? Bin ich jetzt der verantwortlich für die Einkäufer oder ihr? Ja, dann blättert etwas genervt in einem Stapel Pergamente, die er unter seinem rechten Arm geklemmt hat. Ich habe keinen eingekauft, aber mir. Außerdem hier noch dieses Fass mit Hirsebier. Was sollen wir denn damit machen? Das ist doch scheiße. Och, das Bier könnt ihr zu mir bringen. Das muss euch gar nicht bekümmern. Nun, ich würde vorschlagen, aber dass klar, wir... Ihr lebt auf großem Fuß, Diamantes. Aspartana sagte mir, sie hätte einige Vorräte für uns. Aber Kaviar? Ich weiß auch nicht, wie sie sich gedacht hat, weil das trägst ihr Handzeichen. Kaviar, wer sollte uns das sonst liefern? Aber nur Kaviar? Man braucht doch Hirsebrötchen dafür. Ja, aber mir das war auch die Sorge, die ich hatte. Nicht, dass sie die Hirsebrötchen vergessen hat. Also wirklich, hin und wieder zweifle ich wirklich an der Zivilisation fernab von Horas Licht. Ich gehe mal dieses Bier inspizieren. Das muss ja einer genauen Prüfung unterzogen werden. Nicht, dass das... Boltax, ich denke, eine ausführliche Qualitätskontrolle deinerseits ist mehr als angebracht. Ich denke mehr als auch. Angebracht. Möchte sich mir jemand anschließen und das Bier inspizieren?
Nein, ich muss mich um den Kaviar kümmern natürlich und um die Hirsebrötchen und Eis. Wir brauchen Eis. Könnt ihr das nicht herbeizaubern? Aber wir können kein Eis mit uns führen. Ach, wir müssen jetzt kühl halten, sonst verdoppelt uns der ganze Kaviar. Was für ein Verlust wäre das? Egal, es muss hier ist das Wasser verladen. Gedacht haben. Ja, schon verladen, aber nimmt eine ganze Menge Platz an. Ich glaube, wir sind jetzt 350 Leute, ne? 4 Liter pro Tag, das sind viele Fässer, die ausgegeben werden müssen. Deswegen frage ich euch. Naja, wir müssen oft aber Affen anlaufen, also sicherlich halten wir damit 3-4 Tage durch, aber dann ist Schluss. Wollen wir einmal sehen, ob sich Boltaks Freund inzwischen von seinem Unfall erholt hat. Ja, er ist unglücklich in die Faust gelaufen, ich erinnere mich. Aber ich muss eh noch mit euch sprechen, aber das können wir anschließend machen. Gut, dann lasst uns einmal ins Krankenzimmer schauen. Ja, wenn ihr euch im Krankenzimmer umseht, könnt ihr zwar Etilius und Netja dort erkennen, die bereits zu früher Stunde dort warten. Auch die Mannschaft, die Matrosen sind quasi auslaufbereit, denn das war die Ansage von Jalan bzw. Abelmir. Aber sie können euch mitteilen, dass Adriano Vespucci wohl genesen ist und sich in den Segeln befindet. Danke. Dann eine Sache noch, Ehrwürden. Ja. Sulamin schaut Netja an. Ich hatte euch versprochen, euch zum ersten Offizier zu bringen. Ich habe mit ihm geredet und er hat meine Befürchtungen leider bestätigt. Also, Sarit Reublatt ist tot. Er meinte, er werde mit euch reden, wenn er, sich bereit fühle. Okay. Danke. Dann gehen wir wieder an Deck und schauen mal in die Segel, wo sich unser Magier rumtreibt. Ja, befindet sich wohl gerade auf dem, Vorderkastell, da der Mast, der nach vorne steht, und sitzt da wohl relativ weit oben. Und die Segel sind zwar zum Teil gehisst, aber mit dem Anker werdet ihr da nicht auslaufen können und der näht da wohl gerade. Sulamin, wie heißt der Affe nochmal? Adriano Vespucci. Adriano! Beweg mal deinen Arsch hier runter! Okay. Ja, er wirkt irgendwelche Zauber. Ihr könnt ihn nicht ganz verstehen, aber er springt dann einfach von dort oben, wo er ist, runter und gleitet dann wie eine Feder zu Boden. Kommt dann vor euch auf, streicht sich nochmal seine Magierrobe glatt und nickt euch dann zu. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Würdet ihr uns einmal begleiten? Ja. Das hält mich zwar von meiner Arbeit ab und ist bestimmt nicht so lustig, aber ich komme mit. Ja, das macht mir auch Sorgen, dass das nicht lustig wird. Ja, mir auch. Deswegen sage ich. Ja, sehr vernünftig. Ja, gehen wir in den Tempel. Dafür haben wir ihn ja. Ich würde ihn mal dann in die Kapelle schleifen. Ja. Wenige Augenblicke später könnt ihr in der Kapelle stehen, die Sulamin wunderhübsch ausgekleidet hat. Also, Adriano, ihr werdet euch denken können, wir haben ein paar ernste Worte mit euch zu wechseln. Die Sache ist die: Ihr habt euch bisher wie ein Narr gebärdet. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich den Eindruck, wir wären besser dran, hätten wir einen Scharlatan der Schule des Seienden Scheins angeheuert. Möchtet ihr diesen Eindruck korrigieren? Ich bin doch schon bei der Arbeit. Was soll ich sagen? Also, Scharlatane können nicht das, was ich kann. Und ich habe gute Erfahrungen mit Boltax gemacht. Also, wenn ich nicht einsatzbereit bin, dann ist das natürlich was, wofür ihr mich schelten könnt. Ich zweifle nicht an eurem Können. Das habt ihr durchaus eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Aber ein wenig an eurer Moral. Was sollte das? Was sollte was genau? Die Drogen? Ich habe eure Taschen durchsucht und die Palette an Rauschmitteln, die ihr dabei euch hattet, war weder göttergefällig noch der geistigen Gesundheit zuträglich. Der Wehrheimer Index gilt zumindest nicht hier und wir sind hier gerade aufgrund der laxen Gesetze
Also, ich habe nichts Verbotenes getan. Es geziemt sich allerdings nicht, für den dritten Mord Margos vor der versammelten Mannschaft bereit zu sein. Wo kommt ihr denn her? Ich stand in der Ecke. Ulamins Miene wird ziemlich finster und sie sagt, es interessiert mich nicht, was hier erlaubt ist oder nicht. Mich interessiert, dass ihr nicht nur euer eigenes Leben in Gefahr gebracht habt, sondern auch das von Boltax. Ja, das tut mir leid. Also, wollte ich nicht. Ich wollte Hauptsache... Ja, weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Früher waren wir da alle ein bisschen... Ne? Also, das ist ja hier alle so freundlich ausdrücken. Du hast jemandem, du hast Boltax, etwas gegeben, wofür ich in Al-Anfa Leute hängen lassen würde. Und wenn deine einzige Begründung ist, weil es witzig ist, würde ich an deiner Stelle ganz schnell fliegen lernen. Das kann ich schon. Na, aber ich bin dafür, wir schmeißen ihn raus. Aber ich entschuldige mich gerne bei Boltax. Ja, mein Freund, das Problem ist, hast du ihm denn vorher gesagt, was das Zeug für Auswirkungen hat? Ich glaube, er kennt das. Ah, ihr seid euch gar nicht sicher. Naja, also... Und war euch bewusst, dass der Konsum von Regenbogenstaub einen Boron-Frevel darstellt? Das ist nicht richtig. Ach ja? Naja, die Seele eines Drachen lebt dann in einem weiter. Man wird tatsächlich von göttlicher Essenz oder von Geistesessenz eines Drachen erfüllt. Die Seele lebt weiter, das ist... Drachen kommen sowieso nicht in die Boronhallen, also... Und das haltet ihr für Boron gefällig? Wenn, naja, wenn man eines Drachen in euch einfährt? Naja, wenn man den toten Drachen rumliegen lässt, dann hat er ja auch nichts davon. Ich bin mir sicher, die Feinheiten dessen kann Bruder Aetilius uns erläutern. Das führt gerade nirgendwo hin, oder? Ich glaube auch nicht. Ja, ich bin dafür, wir schmeißen ihn raus. Also, wer anderen Leuten Traumstaub gibt, also... Ist ja alles witzig und schön, aber alles hat Grenzen und das ist so. Aber mal Felder weit davon entfernt, was akzeptabel ist. So, wie gesagt, wenn ihr eine Entschuldigung haben wollt, die kann ich Boltax gerne geben. Ich mache das auch nicht wieder. Boltax hier im Raum? Nö, Boltax ist irgendwo anders. Ja. Lass mich das mal so erklären. Die Chancen waren nicht ganz schlecht, dass Boltax diese Entschuldigung nie hören konnte. Ja, die Gefahr hat man bei Drogen ja immer, sonst wäre es ja auch nicht lustig. Also, den will doch jetzt nicht wirklich irgendwer hier behalten und mich davon überzeugen, oder was? Ist doch nicht euer Ernst jetzt. Ich war fest entschlossen, ihm eine Chance zu geben, aber er gebärdet sich wie ein trotziges Kleinkind. Ich hab doch gesagt, dass ich mich mit seiner Einsicht ist es nicht weit her. Boltax hat ihn angeheuert, wir sollten ihm zumindest in der Sache teilhaben lassen. Das haben wir mit Boltax vorher extra abgesprochen. Ja, hervorragend. Naja, also ich kann das schon verstehen, dass ihr jetzt irgendwie böse seid und ich habe zwar schon mit den Zauberzeichen angefangen, ich würde einfach mal, ich sag mal, ich bleib mal ein bisschen in Zorgern, wenn ihr euch anders entscheidet, dann könnt ihr mich ja wieder abholen. Ihr findet mich sonst an der Illusionsschule, ja? Und wenn ihr nach einem Monat nicht wieder auftaucht, dann gehe ich vielleicht wieder zurück nach Balenka, mal gucken. Ist das natürlich doch. Natürlich doch. Vielleicht... Vielleicht wird das Land euch ein wenig göttergefällige Einsicht zuteil werden lassen. Redet mit Fürchte, Preyas. Er hat sehr gute Ansichten, was das angeht. Und wir melden uns dann bei euch. Ja, vielleicht am besten nicht so verklemmt sein hier mit dem Großen und dann kann ich hier sicherlich für eine ganze Menge an Spaß sorgen, auch ohne Drogen. Na gut. Lasst euch vom Zahlmeister euren Lohn auszahlen, bevor ihr geht. Kann so sein, 2 Tage. Okay, bis später. Verdammt, Himmel. Ich bin gerade sehr stolz. Bis er aus der Hörweite ist. Was für ein Idiot. Ich muss mich gerade selbst loben, dass ich ihn nicht erwürgt habe. Ich bin sehr stolz auf dich, Rafin. Das war groß. Das war groß. Ja. Und er hat es verdient, da sind wir uns ja wohl alle einig. Nun... Ich hatte wirklich gehofft, dass ein Funken Vernunft in ihm stecken würde, aber offenbar...
Nun, ich hatte gehofft, dass Boltax in der Lage wäre, ihn zu mäßigen. Die beiden kennen sich ja scheinbar von früher. Ja, aber er ist ganz offensichtlich ein schlechter Einfluss. Ging es nur um seine Fähigkeiten, wäre ich wohl geneigt, ihn zu behalten. Aber wir müssen die Ordnung auf dem Deck aufrechterhalten und das geht nicht, wenn der dritte Bord Magus tagsüber breit ist. Ich denke, ihr beiden habt die richtige Entscheidung getroffen. Außerdem hat das auch keinen guten Eindruck, wenn unser erster Bord Magus einfach übers Schiff läuft und er denkt, er würde fliegen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mit all dem habe ich weniger ein Problem. Mein Problem ist, wir befinden uns auf einer göttergefälligen Queste und ihm mangelt es offenbar an jedem Verantwortungsbewusstsein. Und das in der Position eines Offiziers. Das können wir nicht gebrauchen. Nun gut, hoffen wir, dass es für das Beste war. Wir sollten beim Abendessen mit Boltax reden, ob er geneigt ist, irgendwann noch einen Magier einzustellen. Ja, weiß ja, man. Wir haben die Götter genug von denen. Und sollten wir uns wirklich die Sache anders überlegen? Ich wüsste nicht wieso. Dann scheint er ja noch eine Weile hier zu sein. Währenddessen auf dem Achterdeck. Abelmir kann zu Hasswolf herantreten und auch zu dem Dottore, den Jarlan ohne seine Zustimmung eingestellt hat, der aber am Steuer bereits steht. Und auch Boltax und Diamantes können auf das Achterdeck treten, wenn sie mögen. Ja, das Bier ist fantastisch. Das haben sie wirklich gut gebraut. Abelmir, ich habe dir einen Humpen mitgebracht. Ja. Bier. Nun gut, wollen wir einmal testen, was dieses örtliche lokale Bier so hergibt. Ja, doch, etwas süffig, etwas leicht im Abgang, aber man kann es trinken. Ja, ja, es schmeckt gerade im Nachgang echt ekelhaft nach Hirse. Ich muss unbedingt diese Buchweizenkekse finden. Schiffsjunge, zu mir! Ja? Besorgt 5 Stein Buchweizenmehl und übergebt sie dem Koch. Ja, okay. Hier auf dem Schiff oder aus dem Hafen? Natürlich von einem Bäcker. Okay, ich glaube, ich dachte, wir wollten langsam auslaufen. Nun, dafür wird wohl noch Zeit sein. Wir können diesen Kaviar schließlich nicht ohne Buchweizenkekse essen. Warum wollt ihr? Das geht nicht. Aber warum wollt ihr Fischeier essen? Kapitän, ist das euer Ernst? Ist eine Delikatesse. Wollen wir jetzt auslaufen oder was? Dafür wird noch Zeit sein. Eine halbe Stunde wird wohl noch Zeit sein. Wenn ihr keine Lust habt, dann könnt ihr auch zurück in die Villa. Dann steuere ich das Schiff ohne euch. Ihr befleißigt euch wieder eines Tones, der mir nicht gefällt. War nur ein Vorschlag, Captain. Natürlich. Kapitän, so sehr ich Rashpatanas Großzügigkeit auch zu schätzen weiß, sollten wir wirklich wegen solcher Annehmlichkeiten unsere Fahrt verzögern? Eine halbe Stunde ist keine Verzögerung. Ich denke, wir werden auf der Fahrt die Zeit wieder reinholen. Mit der Mannschaft? Sicher nicht. Also ich weiß nicht, Diamantis ist ja ein erfahrener Seemann und ja nicht so. Also ich würde seinem Wort da schon eher Gehör schenken, Kapitän Abelmir. Nun, eine halbe Stunde ist keine Zeit. Wir haben schon viel länger Zeit mit Warten verbracht in irgendwelchen Sümpfen. Ihr durch Sümpfe. Ja, Sümpfe sind nicht so schlimm. Euer Wort in der Götterohr. Abenteuer. Abenteuer. Sümpfe sind ein Pfuhl des Humus. Dort ist es lebendig wie sonst nirgends. Oh, es ist widerlich und nass und dreckig. Ihr könnt und den Bordjungen könnt ihr noch hören, wie er über die Kai läuft und schreit, wir brauchen Mehl, wir brauchen Mehl. Wer weiß, was er für Mehl anbringt wieder. Ja, vielleicht Hirsemehl. Ich hätte selber gehen sollen, aber naja. Vielleicht sollte jemand mit den Jungen mal eine Befehlskette durchgehen und wie man Meldung macht. Und wie man sich Sachen merkt, vor allen Dingen. Das könnte sonst noch zu Problemen führen. Wollt ihr euch der Schiffsjungen annehmen? Bringt vielleicht ein wenig Zucht und Ordnung in sie. Kann ihnen erklären, wie man sich Sachen merkt. Du erinnerst dich noch an die Armbrust. Oh, das habe ich ihm ja auch beigebracht. Wollt ihr wirklich, dass sie einschlafen? Nein, sie sollen sich Sachen merken. Und was ist besser als eine lange zwergische Geschichte mit all den
sehr schönen und sehr wichtigen und vielleicht etwas gleichklingenden Namen. Ihr macht euch einen furchterregenden Ruf als Lehrer. Wisst ihr das? Nein, das ist gute Lehrmethodik. Etwas sehr Langes, sehr Langweiliges wieder und wieder zu keulen, bis es im Kopf drinnen ist. So merkt man sich Dinge. Nun ja, ich fürchte, die Menschen und die Angroscho haben verschiedene Lernmethoden und Lehrmethoden, fürchte ich. Wie merkt ihr euch denn Dinge, Abelmir? Nun, mit einem Zauber natürlich. Also, was ihr zaubert, um euch Sachen zu merken? Nun ja, schwierige Sachen, die man immer wieder parat haben muss. Die einfachen Sachen liest jede man Sache. Einmal. Alles? Nun, die einfachen Sachen liest man einmal, vielleicht zweimal, dann weiß man sie. Und wenn man sie beim dritten Mal immer noch nicht verstanden hat, nun ja, dann greift man zu diesem Zauber. Okay, wie heißt denn der Zwerg, der die Armbrust erfunden hat? Ich habe euch die Geschichte bestimmt schon 5-mal erzählt. Ich sagte wichtige Sachen. Das ist wichtig. Nun, für die Zwerge vielleicht. Auf jeden Fall ist auch wichtig. Können wir uns jetzt über richtige, wichtige Sachen unterhalten? Die da wären? Gehen wir in die Offiziersmesse, dafür ist sie da. Und ruft die anderen. Auch immer die wieder rumlaufen. So wird das wohl vom Achterdeck runter in deine Kapitänsgehütte gehen. Wo sind denn die anderen? Nun, ich vermute, unter Deck. Abelmund, raus! Dieser Geweihte wird uns noch wirklich Kopfzerbrechen bereiten. Was wird denn hier schon wieder herumgeschrien? Oh, da seid ihr ja. Ach, ja, wir wollten gerade in die Offiziersmesse gehen. Ah, gut. Was machst du denn das nun? Wir sollten wirklich ablegen. Scheinbar hat der Kaplan eine Messe angesetzt. Wir warten auf einen Schiffsjungen noch. Es braucht über eine halbe Stunde. Genau, Abel möchte nämlich Fischeier essen. Und die möchte er mit Brot essen. Verrückt, Kapitän, ich muss widersprechen. Der Kaplan hat mich einfach aus der Kapitänskajüte rausgeschickt. Ich schon zum zweiten Mal, gestern bereits ein weiteres Mal. Das ist diplomatisch ist das auf keinen Fall. Wolltet ihr uns etwas Wichtiges mitteilen? Nein, aber es ist meine Kajüte. Das ist die Kajüte des Kapitäns. Ihr seid nur Gast. Aber es ist kalt hier draußen. Dann sucht euch eine warme Kajüte. Ich gehe zum Smoot hier. Ihr könnt in meine Kajüte kommen, wenn ihr möchtet. Ist sehr bequem eingerichtet. Er guckt dich ein bisschen abschätzig an. Du merkst wohl, wie er ein bisschen schnuppert in deine Richtung und wird dann sehr diplomatisch den Kopf nicken. Und geht dann aber nicht in deine Kajüte, sondern irgendwie ins Unterdeck.